قافل الإيمان ترفع راية السنة. يا من يرى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich begrüße euch hier im Hause Allahs subhanahu wa ta'ala, und ich bitte Allah azza wa jal darum, dass er uns den Lohn schreibt, dass wir hierher gekommen sind und unter seinem Haus das Wohlgefallen von ihm ersuchen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns allen die Sünden vergibt und dass er uns gemeinsam in sein edles Paradies eingehen lässt. Allahumma amin. Ich habe heute ein folgendes Thema für euch, liebe Geschwister, und zwar die Versuchung des Geldes. Fitnatul Mal. Ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Muslime. Und egal, wie oft man dieses Thema hört, es ist gut, dass man sich immer dessen erinnert, wofür wir überhaupt erschaffen worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, liebe Geschwister, damit wir ihm dienen. Wallahi, das ist der einzige Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. So sagt er uns im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Allah azza wa jal hat diese Welt als einen Prüfungsort gemacht, damit er von uns sieht, wer die besten Taten macht. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Derjenige, liebe Brüder und Schwestern, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er von euch prüfe, wer die besten Taten begeht. Einzig und alleine aus diesem Grund leben wir hier. Es geht um nichts anderes. Es geht nicht darum, Geld zu sammeln. Es geht nicht darum, Kontakte zu anderen Menschen herzustellen. Es geht nicht darum, dass wir unseren Gelüsten folgen. Einzig und alleine geht es nur um die Anbetung zu unserem einzigen Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, der das volle Recht hat, von uns angebetet zu werden. Denn wer hat uns erschaffen außer ihm? Wer versorgt uns mit allem Nötigem und Angenehmen außer ihm? Und wer kann uns bestrafen am Tage der Auferstehung außer ihm? Viele Menschen verstehen dieses aber leider nicht. Sie denken, dass sie hier das Paradies schon auf Erden haben, liebe Geschwister. Und sie sehen mit eigenen Augen vor sich, dass dieses niemals das Paradies sein kann. Es gibt Kriege hier in dieser Welt. Es gibt Leid. Es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt Armut. Wie sollte diese Welt hier das Paradies sein? Und wir finden alles vor uns. Fragen wir uns, welchen Wert hat überhaupt diese Welt bei Allah? Allah hat diese Welt erschaffen, richtig. Aber legt Allah subhanahu wa ta'ala so viel Wert darauf, dass wir dieses Leben hier genießen? Welchen Stellenwert hat Allah subhanahu wa ta'ala dieser Welt gegeben? Allah azza wa jal, so sollen wir wissen, liebe Geschwister,
hat dieser Welt keine Bedeutung beigemessen. Er sagt uns im Koran: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى. Sprich, der irdische Genuss ist wenig, ist kurz und wir werden sterben. Wie wirst du richtig genießen können, wenn du weißt, dass du stirbst? Wallahi, wenn du kurz vorm Tod bist und man gibt dir alles, was deine Seele begehrt, wirst du dich darüber freuen? Nein. Denn du weißt, der Tod ist nah. Der Genuss ist nur eine kurzfristige Sache in dieser Welt, wohingegen er im Paradies unendlich ist. Niemand kennt den Genuss im Paradies. Diese Welt, liebe Geschwister, hat keine Bedeutung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns dieses verdeutlicht. Er sagte uns in einer authentischen Überlieferung: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Wenn diese Welt bei Allah subhanahu wa ta'ala eine Bedeutung hätte, einen Wert hätte, dann hätte er einem Kafir nicht mal einen Schluck Wasser gegeben. Subhanallah. Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wenn diese Welt überhaupt den Wert des Flügels einer Mücke hätte. Das heißt, hat diese Welt den Wert eines Flügels einer Mücke? Nein. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn. Wenn diese Welt bei Allah subhanahu wa ta'ala so wenig zählt, warum begehren wir dann diese Welt? Warum begehren wir diese Welt? Allah hat uns beschrieben, was wir in dieser Welt machen werden. Er sagt uns im Koran: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Wisset, und wallahi, das ist eine gewaltige Eier, die unser Leben hier beschreibt. Wisset, dass das diesseitige Leben nur was ist? Spiel und Ablenkung und Schmuck und Wichtigtuerei unter euch und Vermehrung von Vermögen und Kindern ist. Ha? Sind wir nicht hauptsächlich mit diesen Dingen beschäftigt, liebe Brüder und Schwestern? Und es ist sehr verwunderlich, obwohl Allah und sein Gesandter uns gewarnt haben, diese Welt als unsere Welt zu betrachten, als einen Ort der Glückseligkeit zu sehen, als ein Ziel zu nehmen, subhanallah, sind die Menschen in dieser Welt versunken. Allah fragt uns: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Bevorzugt ihr diese Welt, während die andere Welt, das Jenseits, beständiger, subhanallah, und besser ist? Welche Welt willst du haben? Niemand, der vernünftig ist und ein Herz hat, welches keine Krankheit besitzt, wird sich für diese Welt entscheiden, liebe Geschwister. Es gibt Versuchungen auf dieser Erde. Und eine von den Sachen, die die Menschen hier in dieser Welt begehren, ist das Geld. Unser Thema heute. Die Versuchung, liebe Brüder und Schwestern, ist eine Fitna. Die Versuchung des Geldes ist eine Fitna, in der auch leider die Muslime hereingefallen sind. Die Muslime! Wenn du heute jemanden fragst: Bruder im Islam, warum dienst du Allah, deinem Herrn, nicht? Er sagt dir: Wo soll ich die Zeit hernehmen? Ich bin beschäftigt. Ich arbeite. Erster Grund. Ich habe viele Kinder. Und ich muss mich um meine weltlichen Angelegenheiten kümmern. Hat diese Person verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat, nur um ihn zu dienen? Wallahi, nein. Hätte er es verstanden, dann wüsste er, welche Prioritäten er im Leben setzen müsste. Aber subhanallah, weil diese Person das irdische Leben bevorzugt, so kümmert er sich nur darum und lässt das Jenseits weit, weit entfernt von sich. Subhanallah. Allah Azza wa Jal hat uns aufmerksam gemacht darauf, welche gefährliche Liebe wir zu diesem Geld entwickeln. Er sagt uns: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Und ihr liebt das Geld in einer überausmäßigen Weise. Subhanallah. Und der Mensch, liebe Geschwister, er kriegt nie genug. Wenn er 1000 Euro hat, begehrt er 2000 Euro.
Hat er 1 Million, dann begehrt er 2 Millionen. Manche Leute, die sich das Ziel im Leben setzen, 1 Million zu bekommen, was werden sie anstreben, wenn sie die Million haben? Eine 2. Million. Und eine 3. Million. Subhanallah, die Natur des Menschen ist, dass er gierig ist. Er ist von Natur aus gierig. Wenn er etwas besitzt, dann möchte er noch mehr. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Law kana libni Adam wadiyan min mal, labtagha thalithan." Wenn der Sohn Adams, wenn der Mensch 2 Täler aus Gold besitzen würde, dann würde er sich was? Ein drittes wünschen. Und schaut mal, subhanallah, was er weiter sagt: "Wa la yamla jawfa ibni Adam illa turab." Und der Bauch des Sohn Adams, des Menschen, wird nur durch den Sand gestopft. Was heißt durch den Sand gestopft? Er hört auf, gierig zu werden, wisst ihr wann? Wenn Sand über ihn schüttet, er ist gestorben. Er lebt nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr gierig, weil er auch nicht mehr lebt. Solange er lebt, wird er aber geizig sein. Aber schaut mal, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith, diesen wundervollen Hadith beendet hat. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Und Allah vergibt jedem, der sich ihm reuig zuwendet. Das heißt, wenn wir solche Menschen waren, die habgierig waren, die Allah subhanahu wa ta'ala vergessen haben, die nur ihren Gelüsten gefolgt sind, Geld sammeln, Geld sammeln, Geld sammeln, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dich ihm reuig zuwendest, wird er dir vergeben. Subhanallah. 20 Jahre bist du dem Geld hinterhergelaufen, du hast bereut jetzt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was wird er tun? Er wird dir vergeben. Und derjenige, der das Geld liebt, er wird nie davon genug kriegen. Das ist wie das Beispiel vom Meereswasser, liebe Brüder und Schwestern, welches salzig ist. Ha? Subhanallah. Schaut mal, wenn einer vom salzigen Meereswasser trinkt, je mehr er trinkt, umso durstiger wird er. Je mehr er trinkt, umso durstiger wird er. Das bedeutet, er wird niemals genug haben. Und selbst wenn er das gesamte Meer austrinkt, subhanallah, möge Allah azza wa jal uns recht leiten. Und so ist die Person nur damit beschäftigt, seiner Akhira hinterherzulaufen. Und sogar, er verkauft diese Akhira, dieses Jenseits, für etwas Dunya, für etwas Genuss, liebe Brüder und Schwestern. Allah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: "Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Er verkauft sein Jenseits für einen kleinen Anteil dieser Dunya.